querschnittsgelähmt auf der Betonrampe. David Lebusa ist Deutschlands einziger professioneller Chairskater. Seine Tricks will der 26-Jährige in Hamburg anderen Rollstuhlfahrern in einem Workshop weitergeben. Wenn die Leute dann merken, dass man hier in den extrem schrägen sich recht sicher mit dem Rollstuhl bewegen kann und dass man da auch riesen Spaß bei haben kann, dann werden die bei der Rampe vorm Supermarkt keine Angst mehr haben, runterzurollen. Nadine hat Respekt vor der Rampe. Die 32-Jährige sitzt erst seit 3 Jahren im Rollstuhl. Damals zertrümmerte sie sich bei einem Reitunfall die Lendenwirbel. Du machst einfach das, wo du denkst, das kann ich auch. Ich bin gerade aus dem Rollstuhl gefallen vor ein paar Tagen und das ist nicht so ein schönes Gefühl. Damit ihr das beim Chairskating nicht wieder passiert, sichert sich Nadine mit 2 Extragurten am Rollstuhl ab. Seinen Kurs beginnt David ohne viele Worte. Er skatet vor, die anderen hinterher. Gerade drauf zu. Zack. So, Freiwillige vor. Und? Schaffst das. Einfach rollen lassen. Und schon bist du oben. Oh mein Gott. Was tue ich mir hier nur an? Was für Nadine eine echte Mutprobe ist, ist für andere Teilnehmer ein Klacks. Wo kommst du denn her? Denn einige sitzen schon ihr ganzes Leben lang im Rollstuhl. Der Trick ist geglückt, der Beifall groß, der Ehemann beeindruckt. Nach einer knappen Stunde hat Alex seine Frau unversehrt wieder. Es hat sich gelohnt. Ja, ne? Sumi. Auf jeden Fall. Ich bin selber ganz baff. Ja, ich freue mich aber immer, dass die anderen dann halt auch sich da ausprobieren konnten und Spaß dran haben, wo ich Spaß dran habe. Ja, das ist nur reine Kopfsache manchmal dann, ne? Dann funktioniert das auch, wenn man den Kopf mal ein bisschen ausschaltet. So, jetzt nochmal hier runter. Der Tag im Skatepark hat Nadine angespornt. Sie will auf jeden Fall mit David in Kontakt bleiben.